Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe hier vor meiner Garage in Linz. Gott sei Dank beginnt es zu regnen. Das brauche ich unbedingt. Ich habe meinen aktuellen Auflieger in der Werkstätte. Der läuft nicht hundertprozentig in der Spur. Die müssen sich das ansehen, die Burschen, was da los ist. Aufgrund dessen habe ich einen externen Auftrag bekommen über dieses Tool, was auch der Micha von der Renntrans verwendet, und funktioniert gut, diese Software, muss ich schon sagen, tadellos, wirklich gute Sache. Ich bin ja auch inzwischen auf der 1.31 angekommen. Tedit ist da noch nicht nachgezogen, nur so nebenbei gesagt, klarerweise, und bis dorthin werden wir uns mit Alternativen natürlich abfinden müssen. So, wir gehen rein zum Australiner in meine Garage. Also der Scanner da hinten kommt mir irgendwie bekannt vor. Wenn der jetzt noch zwei so Hype-Apps installiert hätte, würde ich sagen, der Tom hat sich den gekrallt. Aber schaut auf seinen Kanal, Tom Diesel TV. Und überzeugt euch, was ich da jetzt meine. Tom, an dieser Stelle Gratulation an den Ostseeliner. Wirklich sehr, sehr schön geworden. Alle Achtung. Der Auflieger ist Pipi-Fan. So Leute, wir starten hier. Wie gesagt, wir fahren nach Bratislava. Keine Sorge, Abfahrtskontrolle habe ich schon hinter mir. Die habe ich natürlich schon gemacht. Ja, ich habe den Krone-Auflieger bekommen. Der Micha würde sagen, ein Krönchen. Ja, 1.31, neu sind die Kabel, neu sind diese Ereignisse, die auf der Straße passieren können. Wir werden uns überraschen lassen. Was da konkret passiert. In diesem Video ist auch zusätzlich noch an, dass ich nehme mit einem anderen Mikro auf. Ich habe ja einige Kommentare, Infos bekommen, dass mit meinem bisherigen Mikro die Lautstärke von meiner Sprache nicht unbedingt so optimal ist. Und versuche das Ganze jetzt mit einem anderen Mikro, das Mikro von meinem Headset. Vielleicht bringt das ja was. Ihr schreibt es mir bitte in die Kommentare, ob das besser ist, ob es besser wäre, wenn ich wieder das bisherige externe Mikro nehme. Also tut euch da keinen Zwang an. Und sagt mir einfach, was Sache ist. Ich bin schon wieder viel zu hochtürig. Ja, in Linz ist ja aktuell so, dass es ein zusätzliches Schwerlastangebot gibt. Der Peter, mein erster Mitarbeiter, mein erster und einziger Mitarbeiter, hat sich da wahnsinnig drüber gefreut. Der geht jetzt praktisch von der Wohnung raus,
steigt in die Black Beauty und hat seine Aufträge direkt an der Hand. Für ihn eine super Sache. Völlig klar. Was leider sehr schade ist, ist dieser Deal mit der ITCC hier bei uns in Linz. Da war ich ja ganz schwerer Hoffnung, dass da was draus wird. Sie sind in die Hose gegangen. Da hat mich einer ausgestochen. Ja, wieder so ein Typ, der irgendwo mit den Preisen reinfährt und die Aufträge dann weitergibt irgendwo an einen ausländischen Subspediteur. Ja, kannst nichts machen. Der Preis reagiert. Wir werden irgendwo vielleicht günstiger werden müssen oder was auch immer, keine Ahnung. Muss man sich überlegen, wie das in Zukunft weitergeht. Ja, mal schauen. Das Ganze hat natürlich jetzt zur Konsequenz, dass ich da wirklich sozusagen das Problem habe, dass ich wollte mir einen neuen Zug bestellen. Jetzt kann ich es euch ja sagen, es sollte ein Scania wieder werden. Ein New Gen Scania, nicht so hoch motorisiert wie nicht so hoch motorisiert wie die Black Beauty. Und mit dem wäre ich dann natürlich weitergefahren. Den Actros hier hätte ich einem neuen Mitarbeiter zugestanden. Der wäre dann eben im Linienverkehr für ITCC dann unterwegs gewesen. Gut, der Actros bleibt mir. Bis auf weiteres. Und ja, da müsste sich jetzt irgendwas ergeben, dass ich wirklich einen anderen Partner noch an der Hand habe. Momentan sieht es aber nicht so aus, als wenn da irgendwas im Busch wäre. Und somit, ja, ich bin ja mit dem Actros absolut zufrieden. Ist ja überhaupt kein Thema. Ist ja ein Schmuckkästchen in Wirklichkeit. Auch wenn das viele anders sehen. Aber es ist einfach deutsche Wert dabei. Das ist grundsolide und wirklich sehr angenehm zum Fahren. Ja, ich bin da wirklich zufrieden damit. Naja, da drüben steht die Polizei. Die haben einen Kollegen im Visier. Coca-Cola ist auch unterwegs. Wird doch nicht der Weihnachtsmann sein. Nee. Jo. Der Micha von der Rennrand ist auch fest am Arbeiten. Wobei ich der Meinung bin, dass der da jetzt aktuell mit Martini, mit diesem laufenden Vertrag, den er da hat, irgendwo etwas zurückgetreten ist. Ich glaube 50% hat er da abgegeben. Der muss sicherlich ein bisschen kürzer treten. Der ist ja Wahnsinn, was der alles am Laufen hat. Ja, in der vergangenen Woche war ich noch mit dem Christian vom Hansi-Kontor in München kurz, ganz kurz auf einen Café. Der hatte in München eine Niederlassung. Der schreibt seine Geschichten in einem Tagebuch. Also er schreibt es wirklich im TSM-Forum. Findet ihr die? Ist wirklich lesenswert. Sehr gut geschrieben und sehr gut gemacht.
Da lese ich immer gern wieder mal nach. Ja, und den Marian von East North Logistik, der ist ja momentan, glaube ich, sehr schwer verliebt in diesen, der bekommt jetzt den neuen Volvo. Und ja, super Auto, wirklich. Bin ich gespannt, wenn der dann fertig in seiner Garage steht. Ja, den Marian möchte ich da mal besuchen. Da werde ich sicherlich mal Gelegenheit haben in der nächsten Zeit, da eine Tour Richtung Dresden rauf zu bekommen. Da schaue ich mir mal seine Bude an. Der hat eine DAF-Werkstätte dabei und hat ja auch einen wunderschönen DAF, den er da aktuell noch fährt. Ups, Leute, ich bin am langsamer werden. Okay, seit wann blinken wir in den Kreisverkehr? Ein Wahnsinn. Ja, viele sagen, dass die Performance hier auf der 131 besser geworden ist. Wäre mir jetzt persönlich so noch nicht aufgefallen. In Wirklichkeit. Gut, ich bin auch nicht wirklich viel gefahren jetzt auf der 131. Ich habe die gestern installiert. Eigentlich durch Zufall. Aber bei der Gelegenheit habe ich mir gedacht, gut, dann lässt du die eben mal drauf. Und die Promotion soll ja demnächst nachgezogen werden. Ah, da geht's rechts weg, links weg.
Ist mir der jetzt draufgefahren? So, rechts. Rechts geht's nach Bratislava, genau. Baustelle. Mitten in der Nacht. Niemals, Jungs, niemals. Glaube ich euch das. Geschwindigkeit passt, sonst blitzen die mich wieder. Ja, von mir aus können wir den ganzen Tag so weitermachen, Jungs. Irgendwann muss ich ankommen. Aber ist so. Servus. Homo. Ups. Schwierig. Die Schalterei.
So. Das ist eine Beleuchtung. Der Herr Müller wird noch im Büro sein. Vermutlich. Genau. Ja, diese neuen beleuchteten Parkflächen, die sind natürlich schon nicht schlecht. Genau, da haben sie sich was einfallen lassen, die Burschen. So. Auftrag fertig. Im neuen System abgerechnet. Alles bestens, würde ich sagen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende, ein langes Pfingstwochenende. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.